Hallo Cars-Fans und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video von mir zum Thema Cars. Heute habe ich euch mal die 2013er Neuauflage des Dexter Hoover mit Zielflagge mitgebracht. Der Dexter Hoover ist die Nummer 13 von 18 aus der Pistencup-Serie und wird in Deutschland für 7,99 € verkauft. Und hier jetzt wie immer nochmal ein kurzer Blick auf die Rückseite der Verpackung. Hier ist das Modell des Dexter Hoover mit seinem Namen in verschiedenen Sprachen nochmal abgebildet. Der Dexter Hoover ist bis jetzt in Deutschland in nur wenigen Geschäften aufgetaucht. Ich habe einen bekommen, den möchte ich jetzt gerne mal auspacken und dann schauen wir uns den mal näher an. Hier ist der Dexter Hoover jetzt mal ohne Verpackung. Das Modell besteht aus Metall und Kunststoff, ist im Maßstab 1:55 und der Hersteller ist Mattel. Das erste Mal ist der Dexter Hoover 2008 in der World of Cars Serie erschienen, allerdings noch mit gelber Flagge. Die erste Version mit Zielflagge ist 2009 in der Final Lab Edition erschienen. Der Dexter Hoover ist auch das erste Diecast, das mit einem losen Accessoire ausgeliefert wurde, was man selber ranstecken musste. Kommen wir zur Verarbeitung. Der Dexter Hoover ist allgemein ein Modell mit ziemlich viel Kunststoff. Die kleine Fahne, die jetzt einzeln in der Verpackung mit dabei ist, die ist auch aus Kunststoff, ist vorne und hinten mit Karo Dekor bedruckt. Hier am Rückspiegel des Dexter Hoover ist eine kleine Öse. Da kann man die dann reinstecken. Mache ich jetzt mal schnell. So, ich stecke dann da so drin. Stimmt nicht ganz mit dem Film überein, da die Fahne im Film ja am Rad festgemacht ist. Ist aber eigentlich egal. Das Einzige, was hier am Dexter Hoover aus Metall ist, ist das Führerhaus. Die komplette Front, die Frontscheibe und hinten die Ladefläche. Auch die Rückspiegel nicht zu vergessen. Das besteht alles komplett aus Kunststoff. Auch die Räder sind aus Kunststoff, sind frei beweglich. Der Unterboden besteht natürlich auch aus Kunststoff und ist vorn und hinten genietet. Das Dekor, was hier über das ganze Fahrzeug sich zieht, ist komplett aufgedruckt und nicht aufgeklebt. Im Anschluss jetzt könnt ihr euch das Modell natürlich wieder genauer anschauen. Ich möchte mich schon mal verabschieden. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und vergesst bitte das Abonnieren nicht. Oh.